Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen, ich wünsche euch eine wunderschöne, geile Woche bzw. einen geilen Wochenanfang und heute gibt es die Top 6 der besten Counter-Jungler. Das Ganze, wichtig zu sagen, ist natürlich subjektiv, das heißt, es gibt hier keine Liste, wo steht, hey, das und das ist der beste Champion, es ist eine ganz grobe Sortierung, das heißt, der erste Platz, den würde ich sogar schon wirklich als besten Counter-Jungler, den es gibt, bezeichnen. Das Ganze ist eigentlich nicht ganz meta-abhängig, das heißt, hier sind einige Champions dabei, die vielleicht gerade in der Meta nicht so scheinen, aber die generell einen sehr, sehr guten Counter-Jungle-Spot ein. Wir fangen auch direkt an mit Platz Nummer 6 und hier geht es nämlich mit der Meta schon los, und zwar Ivan. Ja, Ivan siehst du aktuell gar nicht mehr und Ivan müssen wir kategorisieren. Es sind nicht alles dieselben Counter-Jungle-Champions, sondern Ivan gehört zu den Abfuck-Counter-Junglern, ja. Es ist ein Champion, der hat generell sehr, sehr wenig Schaden im Kit, aber das braucht er auch gar nicht. Ich meine, er ist im Baum. Im Prinzip ist es nämlich so, er fuckt dich komplett ab, indem er dir alle seine Buffs oder deine Buffs abnimmt, ne? Das Ding ist, er kann die ja sofort markieren und instant wegsmiten. Das heißt, er hat einen insane schnellen Jungle Clear, wenn man es wirklich ordentlich spielt, vor allem wenn es ums Counter-Jungle geht. Ja? Ich glaube, so schnell und safe wie er ein Camp clearen kann, er muss es markieren, smite, zack, ist er wieder weg, ne? Kann das kein anderer machen. Er verliert da ein bisschen AP, aber das ist auch nicht besonders krass. Quasi nimmt er seinen Red Buff, er nimmt deinen Blue Buff, du bist noch auf dem Weg zu deinem Blue Buff und er geht dann Top Lane kriegen und deine Lane stirbt genau in diesem Moment, wo du feststellst, dass dein Buff nicht mehr da ist. Ja, und das ist halt schon ziemlich nervig, muss man sagen. Vor allem kommt hier, das ist zwar nicht Counter-Jungling-Aspekt, aber dazu, dass er dich insgesamt komplett abfuckt, indem du einfach perma-CC bist. Du wirst die ganze Zeit geslowt, die ganze Zeit kriegst du irgendwelche Wotteln und Wurzeln an den Kopf und es ist einfach nicht schön. Deswegen, Ivan hier auf Platz 6, wie gesagt, gerade nicht so krass, aber er wird wieder seine Zeit haben und seine Buffs bekommen und dann wird er uns wieder richtig schön nerven. Vor allem euch, weil ich jungle gar nicht so viel. Ja, geht es weiter zu Platz 5 und Platz 5 ist ebenfalls ein Abfuck-Jungler. Und zwar haben wir hier, meine Freunde, den guten Nuno. Nuno hatte vor kurzem erst seinen riesengroßen Auftritt, sage ich einfach mal. Ist jetzt ein bisschen schwächer geworden, aber immer noch sehr, sehr gut. Ja, Nuno hat ebenfalls gar nicht mal so viel Schaden, wobei das seit dem letzten Update doch deutlich höher geworden ist. Man sollte Nuno nicht unterschätzen. Der hat mich letztens so krass outhittet, da dachte er einfach, was ist hier eigentlich los? Ja, ansonsten hat er auch ebenfalls richtig dreckigen CC, ja. Gar nicht mal so viel, aber wenn du so eine Schneekugel an den Kopf bekommst, dann brauchst du dich quasi gar nicht mehr bewegen, weil, keine Ahnung, deine Füße frieren einfach auf der Stelle ein und du bist geslaut wie sonst was. Ja, und natürlich der Counter-Jungle-Aspekt. So, Nuno, was macht der eigentlich? Ne, der fuckt dich ab, indem er durch deinen Jungle rennt und instant deine Camps wegklärt. Ja, der berührt kurz den Vogel, macht seinen Snacken drauf, macht einen Smite drauf und zack ist der Vogel weg. So ähnlich macht er das auch mit seinem Red Buff und solltest du vielleicht doch gerade ebenfalls beim Red Buff sein, kannst trotzdem komplett knicken, ne? Mit Level 1, 2 oder 3 oder 4, da macht er, keine Ahnung, insgesamt 1000 Schaden mit seiner Combo, mit seinem Fressen und dem Smite. Ja, wie willst du denn das bitte outsmiten? Und auch hier gibt es den Abfuck-Moment für Laner, ja, das heißt, er kommt auf die Lane, wie funktioniert ein Nuno-Gank? Er läuft auf dich zu, er wirft den Schneeball, du wirst geslaut bis zum Boden, kannst dich kaum noch bewegen, bist schon richtig genervt, vor allem wenn du die Laufanimation von Nuno siehst und dann geht er einfach wieder in seinen Jungle und verschwindet, als wäre nichts passiert. Aber Nuno-Ganks sind so, dass sie locker 2, 3, 4 Mal in Folge kommen. Das heißt, du stehst gerade wieder auf der Lane, dann kommt er wieder vorbei und wirft den Schneeball in den Kopf. Geht wieder zur anderen Seite. Und dann kommt er wieder aus dem Busch. Ja, das ist hier, Achtung, Nunus können die Straße kreuzen mäßig. Ne? Das ist schon ziemlich RIP. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Und zwar, ich nenne sie einfach mal die Hybrid-Jungler. Das sind Champions, die einfach euch ziemlich krass abfangen, indem sie natürlich euren Jungle clearen, aber eventuell sogar euch mitclearen. Ja, das heißt, sie sind schon relativ offensiv gesehen. Und auf Platz 4 haben wir Shyvana. Shyvana ist ein Champion, ich glaube, sie ist eine der Champions mit dem krassesten Jungle Clear ever. Ja, das heißt, sie brennt deinen Jungle, natürlich ihren eigenen auch, so schnell nieder wie sonst nichts anderes. Außerdem gibt ihr W ihr noch richtig viel Move und Speed, das heißt, sie kommt schnell in deinen Jungle und ist mindestens genauso schnell wieder aus deinem Jungle raus, falls du da irgendwo auftauchen solltest. Allerdings sollte man auch ihren Schaden definitiv nicht unterschätzen. Solltest du mal irgendwann gecounter-jungled werden und mit ihr traden, ja, du kriegst das eher ab Auto-Attack, ja, immer ganz wichtig, Auto-Attack Q und dann noch ein paar Auto-Attacks dahinterher und platzt einfach nur dahin. Also, ich habe eine Zeit lang selber sehr, sehr gerne Shyvana gespielt, dann meistens sogar mit Exhaust. Und da können die Gegner sich wirklich nicht wehren. Also unterschätzt diesen Champion nicht. Ist auch nicht selten, dass sie dadurch super viel CS hat im Prinzip und dadurch das Game dann carryen kann. Ihre Ganks sind meistens nicht ganz so geil. Also zumindestens, ja, weil sie halt einfach kein CC hat und nicht unbedingt an den Gegner rankommt. Sollte sie allerdings mal an euch rankommen, da explodiert ihr einfach. Platz Nummer 3 ist sehr, sehr ähnlich wie Shyvana und zwar Udyr. Udyr natürlich sehr abhängig, wie er sich selber skillt, sag ich einfach mal. Das heißt,
mit Phoenix Udyr, was aktuell nicht so viel gespielt wird, brennt er natürlich seinen Jungle auch extrem schnell nieder. Tiger Udyr ist dann nicht ganz so schnell, aber er ist doch relativ fix, vor allem was es angeht, sein Movement Speed, ja? Wer kennt es nicht alles, diese Udyrs? Schildkröte, Bär, Schildkröte, Bär, Schildkröte, Bär und über alle Berge ist er weg, ne? Oder euch auch am Hinterherrennen quasi. Und diesen Dude sollte man auf jeden Fall nicht traden, denn Udyr gehört meiner Meinung nach zu einem der besten One-on-One-Champions. Klingt jetzt ein bisschen verdoomt, aber er hat ein wirklich sehr, sehr, sehr krasses Kit, was das One-on-One angeht. Vor allem im Early-Game, im Late-Game kann es natürlich irgendwann ein bisschen droppen, muss ich sagen, bei Udyr. Wobei, ich glaube, im One-on-One ist auch im Late-Game ziemlich, ziemlich gut. Aber auch diesen Dude, ne, kann schon ziemlich krasses Jungle-Clear hinlegen, vor allem wenn er ein Tiamat oder sowas mit am Start hat. Und auch dieser Dude hat nicht selten über 200, 300 CS mal in so einem Game. Kommen wir zur Creme de la Creme, und zwar Counter-Jungler, die ihr hasst, die euer Leben vernichten, die euer Game-Bock vernichten, falls das überhaupt ein Wort ist, und wo ihr einfach keine Lust mehr auf LOL habt. Platz Nummer 2 ist Shaco. Ja, Shaco hatte mal sehr, sehr, sehr schlimme Zeiten, was das angeht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch zurückerinnern könnt. Ich weiß nicht, ob es Season 3, Season 2, Season 4 war. Ihr habt euch nicht in euren eigenen Jungle getraut, falls ein Shaco im gegnerischen Team war. Es kann tatsächlich sein, dass ihr in 5 Boxen reingelaufen seid und instant gestorben seid. Shaco war permanent in euren Jungle. Es war wirklich Terror. Terror ist das perfekte Wort, ja. Aktuell ist sein Early Game ein bisschen schwächer geworden, deswegen ist er nicht mehr ganz so terrorlastig. Und es kommt auch extrem drauf an, wie der Shaco spielt. Ja. Es gibt natürlich Shacos, die wissen einfach, wie das Game geht, was das Counter-Jungle angeht und machen euch das Leben zur Hölle. Und dann gibt es natürlich welche, die einfach ihr Ding machen und ihren eigenen Jungle farmen. Aber Shacos sind wirklich, die will man, einen guten Shaco will man definitiv nicht im gegnerischen Team haben. Da denkst du dir, okay, hey, gleich in den ersten Buff brauche ich gar nicht hingehen, der ist sowieso weg. Ich bin dann sowieso auch mit direkt gleich weg und ihr habt eigentlich permanent Angst. Und das ist wirklich das, was er macht und was er kann. Ich meine, dafür steht ja Shaco auch wahrscheinlich, ne? Platz Nummer 1 toppt das Ganze nochmal so ein bisschen, und zwar Nidalee. Nidalee ist meiner Meinung nach der beste Counter-Jungle-Champion, den es gibt. Was hat dieser Champion? Dieser Champion hat alles, um es zu beantworten. Den krassesten Clear überhaupt mit insane viel AOE-Damage, das heißt Clear Speed ist GG. Sie ist ultra krass mobil, indem sie A, permanent durch die Gegend springt mit Low Cooldown und in Büschen nochmal zusätzliches Movement Speed bekommt. Sie hat todes viel Reichweite mit ihrer Q und gleichzeitig todes viel insane Nahkampf-Execute-Damage mit ihrer Q. Das heißt, du kommst nicht vor ihr weg, sie killt dich einfach RIP, sie hat einen sehr, sehr guten Jungle-Clear und sie ist genauso schnell oben in deinem Jungle, wie sie unten in deinem Jungle ist und das ebenfalls alles wegcleart. Also, ich habe schon ein paar gute Nidalees in meinem Team gehabt, quasi mit einigen Dudes gespielt und man merkt immer, dass jede Nidalee, das liegt natürlich auch so ein bisschen an der, ja, vielleicht schlechten Erfahrung der Gegner, ich weiß es nicht, aber den Gegner mit Level 2, Level 3 oder Level 4 umbringt und umbringt vielleicht, nicht nur, also, sondern dann stehen die schon, das beste Game war wirklich der gegnerische Warwick, war, keine Ahnung, der wurde mit Level 2 gekillt, mit Level 4 und dann mit, der stand mit Level 6, stand er schon 0-3 und der hatte wirklich einfach keine Lust mehr auf sein Leben, ne? Wenn du permanent nichts machen kannst in einem Spiel und in deinem eigenen Jungle abgefuckt wirst, nicht mal zu einem Gank bereit bist, keine Buffs bekommst, dann ist das Game einfach mental gebrochen und du möchtest nur noch surrendern. Nidalee ist natürlich auch ein Champion, der im Late Game sehr, sehr krass droppt, aber dafür hat sie einfach das fast schon beste Early Game, was ein Jungler mehr oder weniger haben kann. Natürlich hier können noch vielleicht andere Champions wie Lee Sin Konkurrenz machen. Ich habe auch überlegt, ob ich Lee Sin hier mit reinpacke, aber ja, weiß ich nicht. Ne? Rek'Sai ist auch ein sehr, sehr cooler Counter-Jungle-Champion von der Mechanik her, aber ich dachte mir irgendwie, ja, so krass aggressiv und stark ist sie im Early Game auch irgendwie nicht unbedingt. Aber ihr könnt mir gerne nochmal droppen, wenn ihr sagt, okay, Tobi, was ist denn mit diesem Champion? Ne? Der muss unbedingt rein. Tobi, was ist eigentlich hier mit Ashe, Jungle, mit Smite und Cleanse? Ne? Ist es nicht der beste Counter-Jungle? Dann haut es einfach mal raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.